ich bin der Loi und jetzt geht's weiter mit Windcraft. Und ich bin ja immer noch in Detlas und wollte jetzt erstmal mir hier ein Liquified Emerald Gefäß geben lassen. Das mache ich einmal so und so. Dann habe ich das also für die Quest im Twainhaus. So, und weil ich jetzt schon mal hier bin und man diesen Turm hier sieht und diese Brücke und diesen Turm, wollte ich noch was zeigen, weil wenn man in Detlas hier so unterwegs ist, ja, man hat hier so, geht so alltäglichen Dingen nach, man handelt, man geht zur Bank, ab und zu gibt's mal eine Party, aber gibt's vielleicht noch mehr hier in Detlas? Noch mehr Geheimnisse? Und ich habe da mal so einen Weg gefunden. Dazu gehe ich erstmal aus Detlas raus und kletter diesen Baum hoch. Und muss jetzt mal gucken, wie ich das gemacht habe. So. Dann bin ich schon mal eins höher. Und dann geht's hier rüber. So, jetzt hier auch wieder vorsichtig mit dem Charge. Okay. Das hat auch schon mal geklappt. So, und jetzt bin ich auf der Stadtmauer. Das ist auch schon mal eine ganz andere Perspektive, als man sonst hat. Also, hier stehe ich jetzt auf den Zinnen sozusagen von Detlas. Und ich denke, hier oben ist aber nichts weiter. Also nicht, dass hier noch irgendwas in diesen kleinen Türmchen versteckt ist. Sieht aber nicht so aus. Ach doch, hier kann man runtergehen. Das wusste ich jetzt noch nicht. Frage mich, wo man dann unten rauskommt. Ja. Man kommt in diesem... Ah, das wusste ich auch noch nicht. Man kommt hier in diesem Haus raus. Und dann ist man hier. Wer hätte es gedacht? Also hier ist wirklich so ein kleiner Durchschlupf. Detlas Watchtower Access. So. Und da, wo ich hin wollte, da weiß ich nicht, ob es auch einen Weg von unten hin gibt. Ich wüsste zumindest nicht, wie. So, aber hier kommt man schon mal runter. Geht das? Nee, das geht aber nicht mit allen Türmen. Ach ja, und bei dieser Sanduhr weiß ich auch nicht, ob man da irgendwie nach oben kommt. Sieht mir zumindest nicht so aus. So, ist denn hier auch sowas? Nee, das ist vielleicht wirklich nur dieser eine Aufgang, dieser eine Aufstieg. So. Hier vielleicht noch einer. Könnte ja sein. Sieht aber auch nicht so aus. Naja. Ich gehe mal hier weiter. Okay. Und hier, also einmal hatte ich es geschafft, dass ich dann da drüben war. Ich glaube, ich muss den Charge zweimal machen, also in der Luft dann nochmal. Von hier bis da drüben schafft man es nicht mit einem Sprung. Aber wie mache ich das, dass ich dann auch nicht zu weit bin? Es ist wirklich Millimeterarbeit gewissermaßen. Naja, ich probiere es mal. Okay,
Ich hab's offenbar geschafft. Ja, hier ist irgendwie. Ist hier Eisen oder so? So, und hier ist ein Zaubertisch. Und ein bisschen Bücherregale und so Kram. Aber ich weiß nicht, was das hier für eine Funktion hat. Also ich wüsste auch nicht, wie man hier ansonsten hochkommt. Wenn nicht, mit dem Charge, mit diesem Sprung. Hier ist auf jeden Fall eine Eisentür, ein Knopf. Und dann ist man auf dieser Brücke obendrauf. Also irgendjemand hat das ja hier so hingebaut und sich vielleicht schon gedacht, dass hier jemand auch mal vorbeihüpft. So, dann gehe ich hier hoch. Und hier gibt es ja jetzt auch keinen Aufstieg oder so. Dafür geht hier eine Tür auf. Eine Falltür. Und dann kommt man hier auch wieder raus. Aber man kommt nicht nach oben. Also, das ist doch sehr mysteriös. So, dann kann ich hier mich fallen lassen. Ja, und der Rest, der sieht dann eigentlich aus wie drüben auch. Nur, dass man, also drüben ist ja dieser Händler, der einem Liquefied Emeralds gibt. Und hier ist nochmal eine Geheimtür. Und dann ist man draußen und es ist so, als wäre nichts gewesen. Man ist wieder im Alltag von Detlas. Also fand ich irgendwie ganz witzig. Vielleicht gibt es ja noch mehr Geheimnisse. Der Dirtman, der wollte mir irgendwas zeigen. Irgendeinen Knopf an der Mauer. Aber er hatte ihn dann selbst nicht mehr gefunden. Vielleicht ist er auch gar nicht mehr da. Also Detlas hat mehr zu bieten, als man gemeinhin denkt. Aber jetzt geht's wieder in das andere rätselhafte Gebäude, ins House of Twain. Und ja, ich würde mal sagen, ich melde mich dann, wenn ich dort bin. Also bis gleich. Okay, und ich bin wieder da und die heulenden Phantome, die sind auch wieder da und machen ihre furchtbaren Geräusche. Na gut. Aber hier geht es ja mehr ums Rätseln als ums Kämpfen. Und ja, ich hatte das irgendwie. Ich habe mich ja beim ersten Mal hier nicht so gut angestellt. Und habe dann doch in die Lösung geguckt, aber ich habe mir das sowieso nicht mehr alles merken können. Ich versuche jetzt hier nochmal, hier ein bisschen systematischer vorzugehen und quasi das Ganze nochmal von vorne nachzuvollziehen. Wir haben ja jetzt Zeit, es gibt keine 100. Folge, die irgendwie drängen würde oder so. So, und ich habe das nämlich nicht beim ersten Mal so richtig immer gecheckt, dass hier dass hier im Boden die Emeralds verschwinden. Das war ja dann bei den Gräbern auch so. Und jetzt verstehe ich auch erst diesen Text hier. I threw my shoes at the foot of the bed and the next thing I knew they were gone. Man muss hier einfach wahrscheinlich auch was hinschmeißen. Und dann geht hier. Uah, was war das denn? Da geht eine Tür ganz kurz auf. Okay. Noch gleich nochmal. Okay. Aber das ist jetzt noch nicht so der wahnsinnige Hinweis. Das ist einfach nur ein kleiner Schrecken. Like the carpet swallowed them up. Das hier ist einfach nur, damit man das Prinzip versteht. Wenn man was hier hinwirft, dann kann das im Boden versinken. So, jetzt kann man natürlich theoretisch hier auf jeden Teppich was werfen und gucken, ob das da reinsinkt, aber immer geht's nicht. So, hier vielleicht eine. Sieht auch nicht so aus. Naja, auf jeden Fall, irgendwo muss dann der Hinweis auf jeden Fall kommen, dass man in den Keller muss.
So, ich guck noch mal nach oben. Vielleicht kann man hier ja auch noch irgendwo das Ding reinschmeißen. Was es mit dieser Tür auf sich hat, das ist mir auch noch ein Rätsel. Ich meine, das ist ja wirklich nur, dass man da dann runterfällt. Future Presence, Dark Presence, okay. Aber hier kann man doch auch nichts reinwerfen, oder? Ich meine, das sind ja ganz normale Teppiche. Also hier tut sich auch nichts. Aber ich gehe jetzt schon mal zu dem Händler und besorge mir die Kappe. Das werde ich also auf jeden Fall machen. So. Und ja, die brauche ich ja dann, um in das Grab rein zu dürfen. Ich muss mich quasi als Geist verkleiden. So, dann gib mal her das gute Stück Ghostly Cap. Und die hat ja Level 49, also das passt ganz zufällig natürlich für mein Level. So, hier noch ein paar Emeralds mitgenommen und einen, ja, kann ich ja mal hier reintun. Dafür weiß ich nicht, ob ich die Dinger hier brauche. Ich weiß es nicht. Na gut. Okay, der ist auch besser als mein Helm. Das ist doch mal gar nicht so schlecht. Also da hat sich das auf jeden Fall schon mal gelohnt. Ich möchte jetzt aber natürlich wissen, wie das Ding aussieht. Wow, was war das denn? Warum schmeißt du meinen Helm raus? Ja, okay. Die Geisterkappe, die ist unsichtbar, kann das sein? Die ist einfach durchsichtig, transparent. Ich sehe nämlich nicht so viel davon. Ui. Aber das sieht krass aus hier. Hä, ich hab die ja immer noch hier. Ich verstehe es gerade nicht. Irgendwie hat er gerade ein bisschen gebackt. Ah, jetzt sieht das doch schon anders aus. Okay, das Ding ist verzaubert, kann das sein? Sieht so aus. Ist einfach ein verzauberter Helm, naja. Wäre aber auch lustig gewesen, wenn es transparent gewesen wäre. Aber ganz so merkwürdig ist dann die Quest doch nicht. So, hier geht's wieder raus. Und ja, hier war da auf jeden Fall was. Hier hat sich dann auch irgendwo was geöffnet, aber ich weiß nicht, wo. Na gut. Dann, ja, dann ging es ja runter in den Keller. Und, hoch. Eben das Kopfhörerkabel ein bisschen zur Seite. Und der Server, der will auch restarten wie von Geisterhand. So, und im Keller sagt man dann, oder wurde einem gesagt, die Augen, da muss man wieder was reinwerfen. Einmal hier und einmal hoch. Ah, könnte ich mal diesen. So, und dann geht's hier durch. Soweit, so gut. Give the riches you hold to the man whose house he once owned. A grave that does not belong. Okay. Das heißt, jetzt hier wieder einen reinwerfen. Habe ich irgendwie meine. Was ist denn heute los? Irgendwie verliere ich dauernd Items. Wow, ist das dunkel. Warum ist das so dunkel? Hallo, die Herren.
Ich bin nicht der Nikolaus oder der Weihnachtsmann, auch wenn ich aus dem Kamin komme, aber da ist noch ein Bild. Also irgendwie hatte ich jetzt meine ganzen Emeralds. Zum Glück war es nicht der große Stack, sondern nur der kleine. Ist mir einfach abhanden gekommen. Einfach irgendwie rausgeschmissen. Na gut, solange ich die Ghostly Cap noch habe, ist alles gut. Ach, ist das wieder toll, wie die Spells nicht funktionieren. Okay. Kommt noch her. Okay. Da noch ein Gemälde. Na, das kriegen wir doch auch noch. So, jetzt aber. Ja, the grave that does not belong. Müsste ja dann das hier sein, aber... Muss ich jetzt hier auch wieder was hinwerfen? Oder habe ich schon zu lange gebraucht? Oder muss ich oben auch noch was reinwerfen? Da wo ich war, bei dem oberen Grab. Ich weiß es nicht. Ansonsten müsste doch dann hier sich jetzt was öffnen. Boy. Also irgendwie bin ich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel weitergekommen. Erstmal wieder hier rein. Keine Ahnung, wie viel Zeit ich dafür habe. Aber es muss ja schon ein bisschen Zeit sein, weil ich kann ja nicht so schnell dadurch den Kamin wieder rausrennen. Ich hau einfach hier jetzt nochmal was hin. Das hat auch wieder Klick gemacht. So. Naja, ein bisschen Emeralds habe ich ja noch. Ich weiß nicht, ob das jetzt was gebracht hat. Nee. Also ich schätze dann doch, dass man irgendwie... Hallo, wo bist du denn? Da. So. Dass man dann doch relativ schnell da wieder raus muss. Nicht auch noch in Spinnweben verheddern. Das wäre nicht so geil. Okay. Ja, probiere es nochmal und versuche mich ein bisschen zu beeilen. So. Dann hier. Und hier. Jetzt möglichst schnell durch die Horde hier durch. Also irgendwas mache ich noch grundlegend falsch. The grave that does not belong. Ja, das ist... Das kann doch nur das hier sein. Da ist es sehr merkwürdig. Oder muss ich doch vorher noch in den Keller runter? Ey, ich verstehe dieses Spiel einfach noch nicht so ganz. Ich kann ja hier nochmal runtergehen, aber ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das notwendig ist. So, hier war hier hinten was.
Das sieht gut aus. Und da drüben auch noch. Okay. So, jetzt aber nochmal. Oh, die Tür ist offen. So. Und hier ist der Knopf. Da bin ich jetzt doch wieder vor einem Rätsel. Da muss ich vielleicht doch nochmal nachgucken. Das ist doch irgendwie dämlich. Also ich weiß absolut nicht, wieso das nicht geht. Okay, na, ich probiere es nochmal, indem ich nochmal in die Lösung gucke. Ich hoffe, dass mich jetzt hier keiner mehr erwischt. Dann kann ich auch mal den Server wechseln. Also bis gleich. Und jetzt ist es offen. Oh Mann. Ich habe jetzt mal irgendwie gleich 10 Emeralds reingeworfen, weil ich mir dachte, vielleicht braucht es da einfach ein bisschen mehr. Ansonsten habe ich schon alles richtig gemacht, soweit. Ja, Wunder. Ich hatte ja auch vorher nachgeguckt.